Willkommen zurück hier in Halle an der Saale. Das kurze Pressegespräch nach dem Spiel Saale Bulls gegen Herforder e.V., gegen die Ice Dragons. Wir gewinnen nach regulärer Spielzeit 6:2. Schüsse aufs Tor 39:26 und Strafen 8 bei den Saale Bulls, 16 Minuten bei unseren Gästen. Beide Trainer sind da, Marius Riedl für Halle und Milan Warneck für Herford. Sie haben das Wort, Ihre Einschätzung, bitte. Ja, schönen guten Abend, erstmal Glückwunsch nach Halle und an Marius für die drei tolle Punkte. Man muss das sagen, dass heute man gesehen hat, dass die Qualität ja eigentlich unsere vier Reihen geschlagen hat. Nichtsdestotrotz haben wir im ersten Drittel ja 1-0 geführt, hätten locker auch mal 2-0 führen können. Chancen waren ja dafür da. Im zweiten Drittel kriegst du 5 Stück. Und dann ist das unheimlich schwer, gegen so eine kompakte Mannschaft nochmal zurückzukommen. Ich bin eigentlich sprachlos über unseren zweiten Drittel, wenn wir mit 4 Reihen aufkommen und ihr da mit ja, nicht mal 3 Reihen agiert. Aber man sieht, dass ihr eine gute Qualität habt. Und ja, dabei möchte ich das auch belassen. Vielen Dank, Milan Warneck. Marius, sag an, deine Einschätzung. Ja. Als ich das Line-Up von Herford gesehen habe vor dem Spiel, habe ich mir schon gedacht, oh, okay, das wird heute ein hartes Stück Arbeit. Und das war es auch, hat man im ersten Drittel gesehen. Wir spielen seit mehreren Spielen jetzt mit 4 Verteidigern. Die Jungs nehmen jede Menge Eiszeit. Im zweiten Drittel wollten wir es ein bisschen einfacher machen und in der offensiven Zone mehr Chancen kreieren. Das hat dann geklappt, haben mehr Scheiben zum Tor gebracht, haben ein super zweites Drittel gespielt. Ich habe großen Respekt vor der Leistung der Jungs in den letzten Spielen, in den letzten 5 Tagen schon wieder 3 Spiele mit einer kurzen Bank, aber trotzdem 3 wichtige Siege geholt und ja, darüber bin ich sehr froh. Vielen Dank. Milan, war es die individuelle Qualität der Hallenser, weil es war ja im ersten Drittel, wir hatten im Stream, wir haben es ja kommentiert live, so gesehen, dass Herford schon Zugriff aufs Spiel hatte. Also das war schon weit vorne. Was ist dann passiert? Wir haben den Faden verloren. Wie gesagt, im ersten Drittel waren wir gut dabei. Hätten wir das zweite oder dritte Tor schießen müssen. Und ich glaube schon, dass das auch an der Qualität liegt. Und ich glaube, dass wir heute viel zu viele individuelle Fehler gemacht haben. Wenn man sich das 1-1 anguckt und dann auch das 2-1 für euch, dann muss man drüber nachdenken. Und die Jungs sollen das auch mittlerweile tun. Wir trainieren das ja täglich und es reicht einfach nicht, dass man 40 Minuten oder 35 Minuten Eishockey spielt. Also das geht nicht. Und wenn man wirklich, so wie Mario schon gesagt hat, mit 4 Reihen hier hinkommt und hat man eigentlich das Pensum und jeder kann sich ja 20 bis 30 Sekunden auf dem Eis verausgaben, bin ich absolut enttäuscht. Okay. Sehr viel einfacher wird es nicht. Am Freitag geht es nach Dietz-Limburg. Am zweiten Weihnachtsfeiertag kommt dann Leipzig. Am 28.12. geht es nochmal zu den Scorpions und am 30.12. kommt dann Essen. Ja, wir haben ja 4 Reihen, also wir haben genug Jungs. Also ich wiederhole das ja gerne. Und natürlich ist der Spielplan enorm, aber wenn du mit 4 Reihen spielen kannst, ich glaube nicht, dass das dann irgendein Problem ist. Klar, wir spielen jetzt am 23., wir spielen am 26., wir spielen am 28., wir spielen am 30. Und die Jungs können sich da ruhig verausgaben. Also Weihnachten fehlt da ein bisschen ins Wasser. Und was mir im Moment nach dem Spiel auch egal ist. Okay, klare Ansage von Ihnen, vielen Dank. Marius, wir haben ein Spiel weniger. Wir haben das Spiel am 30. nicht. Wir fahren Freitag nach Hamm. Am 26. kommt dann Dietz-Limburg. Und am 28. fahren wir nochmal zum mitteldeutschen Derby in die Nachbarstadt nach Leipzig. Ich habe dich beim letzten Heimspiel schon gefragt. Ja, Spaß dir jetzt, aber es wird auch für uns nicht einfacher, oder? Das vielleicht noch ganz kurz. Ja, aber der Spielplan ist ja jetzt in der nächsten Zeit schon eher positiv für uns. Also ich meine, wir spielen zwar am 23. in Hamm, aber am 26. Heimspiel zu haben und am 28. in Leipzig ist ja dann doch eher ein angenehmes Programm über die Feiertage. Am 30. spielfrei ist auch angenehm. Von daher können wir uns da jetzt wirklich nicht beschweren diesmal. So unterschiedlich sind die Wahrnehmungen. Angenehmer Spielplan und straff durch, Weihnachten fällt aus. Vielen Dank trotzdem, alles gut, weiterhin viel Erfolg. Bitte wenigstens in die Pre-Playoffs, würde uns persönlich auch sehr freuen. Wir wollen auf jeden Fall, also wir sind dabei und du siehst, wir haben im Moment auch sehr viel Pech. Dann trotzdem alles Gute, gute, sichere Heimreise. Glückwunsch an uns zum Sieg. Bis dahin, das war das Spiel aus Halle an der Saale. Letztes Heimspiel vor Weihnachten. Die Saale Bulls gewinnen 6:2. Eins bleibt. Frohe Weihnachten.